So, jetzt treten gleich zwei Bob-Generationen an. Und zwar Laura Nolte und Kevin Kuske zusammen mit Max und Lorenzo von den Heavy Tones für das TV-Total-Team, also Deutschland 1. Hier kommt der Bock Deutschland 1. Wir wollen ja keinen Druck machen, aber wir erwarten von den drei Deutschlandvocs natürlich ein gewisses Ergebnis. Dann können wir uns nämlich endlich mal wieder alle freuen. Dabei ist es gar nicht so leicht, für den atemberaubenden Ritt im Eiskanal die richtigen Fahrer zu finden. Die meisten Sportler aus den anderen Bereichen machen sich nämlich regelrecht in die Hose. Ich stehe morgens mit Bauchschmerzen auf, ich gehe mit Bauchschmerzen ins Bett. Ich habe Durchfall ohne Ende. Nur echte Kerle können hier bestehen, wobei die Größe beim Boxsport eine untergeordnete Rolle spielt. Sie wissen ja, es kommt auf die Technik an, nicht auf die Größe. Und deshalb heißt es üben, üben und üben. Denn auch gegen die Tücken der Bahn muss man sich vorher abhärten. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, schade, Puffy, dass du nicht dabei bist, aber wir versuchen für dich den Sieg zu holen. TV! Total! TV! Total! TV! Total! Der nächste Sportbock am Start. Laura, erfährt der Bundestrainer jetzt gerade, dass du hier drin sitzt? Ja, der weiß Bescheid. Der ist, glaube ich, auch am Gucken und ich versuche mich anzustrengen, dass nichts passiert. Da drücken wir dir die Daumen. Let's go. Auch da zählen wir nochmal die olympischen Goldmedaillen, auch wenn ich mich vorhin sogar verzählt habe. Hier sie, die aktuelle Damen-Bob-Olympiasiegerin Kevin Kuske, viermal Gold insgesamt. So, was machen die jetzt schon am Start? Kevin Kuske auf jeden Fall sein Wettkampfgewicht gehalten, auch wenn es sich leicht verlagert hat. Er jetzt also als Trainer unterwegs. Mal gucken, was hilft die Masse? Nur 300 hinten, also auch ein ziemlich guter Start. 53 Kilometer pro Stunde, schon nach wenigen Metern. Da sehen wir also, wie schnell so ein Vierer-Wok hier beschleunigen kann. Kurve 2, alles gut. Und versuchen weiterhin Geschwindigkeit aufzubauen, auch wenn die Uhr immer noch auf der falschen Seite steht. Aus Sicht dieses Teams also das Team TV Total Deutschland 1. Das Pluszeichen, wobei der Rückstand friert jetzt ein. Geschwindigkeit 77,99 Kilometer pro Stunde. Das heißt also, die könnten jetzt vielleicht was rausholen, wenn alles stimmt. Wenn auch hier in der 9 alles stimmt, da gab es eine Vorbande. Es bleibt bei ungefähr dieser halben Sekunde und sie sind lange auf der Seite gewesen. Länger, als wir es bisher gesehen haben. Das kann Zeit gekostet haben. Jetzt unten Höchstgeschwindigkeit. Wir gucken oben links in die Ecke. Wir werden sie gleich sehen. Ja, unter 100 Kilometer pro Stunde. Das wird dieses Problem dort gewesen sein. Ne? Wir sehen die 8 Zehntel ungefähr, die dort fehlen. Hier nochmal der Start. Und dann werden wir uns gleich dieses Problem noch mal ein bisschen genauer anschauen. Vorbande, eigentlich kein Problem. Also so eine parallele Bande ist nicht ganz so schlimm. Querstehen kostet wesentlich mehr Zeit. Hier oben, so, und jetzt geht's raus aus den Schüsseln. Achtung, hier noch mal schnell auf die Arme gucken und dann sehen wir, wo das Problem war. Jetzt haben wir einen Wok voller WM-Medaillen. Die Übersportler Kira Walkenhorst, Pascal Pommes-Hens, Sven Hannawald und Christina Oberkvöhl vom Team Zoll-Karriere Deutschland 2. Ron. Hier kommt der Wok Deutschland 2. Der Wok der Leistungssportler. Und die kennen den Wintersport schon von Geburt an. Hatten als Kleinkinder schon ersten Kontakt zum Eis und stachen auch in anderen Wintersportdisziplinen besonders heraus. Die Besten widmeten sich bald dem Rodeln. Nee, du nicht. Aber nur wer in der Eisbahn eine gute Figur machte, durfte schließlich auf den Wok-Simulator. Lernten die Fahrer, worauf es ankommt. Wenn jeder weiß, was er zu tun hat, ist jedem geholfen, ne? Die harten Monate des Trainingscamps ließen das Team schon bald zu einer Einheit verschmelzen. Und von der verlangt der Trainer heute alles. Geht an eure Ehre, geht ans euer Herz und scheißt euch nicht in die Buchse. Wok Deutschland 2, wir sind bereit. Leistungssportler, Leistungssport zahlt sich immer aus. Wir gewinnen. Und Honey, unser Wintersportler ist im Bock schon mal vorheizen. Die Ladies sorgen für das Filigrane und ich fürs Gewicht. Kann nichts schief gehen.
go. Hanni ist den Wok vorheizen vorne. Du warst schon mal Wok-Weltmeister 2007. Wie hast du denn deine Mannschaft eingestimmt? Ja, dass wir auf jeden Fall Krawall machen, dass wir definitiv nicht bremsen. Und deswegen haben wir die eine oder andere Trainingsfahrt gebraucht, dass sich alle dran gewöhnen. Du hast die Strecke tatsächlich komplett im Kopf, ist das richtig? Die komplette Strecke ist für mich nur die Einfahrtkurve 9 und die Durchfahrt. Der Rest ist scheißegal. Okay, okay. Ich gehe mal eben mal noch nach hinten. Kiri, du hast gesagt, das Adrenalin ist noch da. Wie fühlst du dich? Ja, ist wieder da. Also ich glaube, seit gestern Mittag nach dem ersten Lauf auf jeden Fall durchgängig da. Vorhin ein bisschen müde dann doch geworden, weil es doch recht anstrengend ist. Aber jetzt, ja, ich freue mich, dass jetzt losgeht und hoffe, dass wir da heil runterkommen. Du hast dich zu Hause vorbereitet mit drei Kindern zusammen im Wok durch die Wohnung? Genau, aber da durften die drin sitzen und ich musste anschieben. Jetzt darf ich selber fahren. Pommes, du bist nie mit Wort verlegen. Wie war deine Vorbereitung heute? Was hast du gemacht? Ich war schon im Kanal, Entschuldigung. Was ist die wichtigste Position im Bock? Natürlich. Nach dem Fahrer. Nach dem Fahrer. Ich versuche hier, ich bin das Bindeglied. Ich bin das Bindeglied, ich versuche das zusammenzuhalten und ich versuche hier natürlich am Anfang ordentlich Gas zu geben. Habt ihr nochmal Wicht drin gepackt? Zusätzlich? Musst du unseren Reiseleiter vorne nochmal fragen. Daumen hoch, Arnold. Habt ihr Wicht drin gepackt? Was haben wir? Gewicht. Habt ihr Gewicht drin gepackt? Wir haben schön gegessen. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Ja, danke. Auf geht's. Also vor zurück, okay? Ja. So, da hoffen wir natürlich, dass Sven Hannawald seinen Teller aufgegessen hat. Ich glaube, ordentliches Essen, muss ich sagen. Nudeln gehen immer. So, und da haben wir wieder Sportprofis quasi hier mit dabei. Das Team Zoll minus Karriere Deutschland 2. Ja, und Sven Hannawald, der sollte genau diese Kurve 9 eigentlich ganz gut finden. Die meisten orientieren sich so ein bisschen am Kreisel, der also links rumgefahren wird, was die Kurve 7 ist. Und nach zwei Kurven ist es dann eben soweit. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine gute Startzeit gesehen gerade. Jetzt schon 55,9 Kilometer pro Stunde durch die Kurve 2. Die nächste Zeitnahme wartet schon wieder. Und dann sind wir ein bisschen klüger. 900stel auf der falschen Seite der Uhr. Also jetzt fangen sie hier an, so ein paar Hundertstel rauszublüten aus der Zeitnahme. Wir gucken weiterhin auf die Zeitnahme unten rechts. Zweistellig jetzt in dem Bereich, aber sie verlieren nicht viel. Also sie sind tatsächlich gut unterwegs. Knapp unter der 80 hier, 77,6 Kilometer pro Stunde im Kreisel. So, Achtung, jetzt geht es also auf die 9 zu. Genau jetzt beginnt. Die Einfahrt ist schon wichtig, dann bekommt man unten noch mal ein bisschen Druck, geht hoch, sehr gut gemeistert. Es mussten keine Ellenbogen rausgehen. Das heißt, die sollten eigentlich Geschwindigkeit mitgenommen haben. Können sie sich noch mal ein bisschen verbessern? Nur 400stel hinten, 101,9 Kilometer pro Stunde hier. Also auch über den 100 Kilometer pro Stunde. Das ist nicht die höchste Geschwindigkeit. Da haben wir vorhin also schon 103 gesehen. Aber das war super. Und damit haben wir zwei Teams aus Deutschland in Führung. Team Deutschland 3 vor Team Deutschland 2. Ja, und sogar TV Total noch auf 3. Also das sieht richtig gut aus. Aber die Abstände sind extrem knapp. Da ist noch lange nicht alles gegessen. Und wir haben natürlich noch den zweiten Lauf, wo wir dann in umgekehrter Reihenfolge starten werden. Ja, und ab zu Elton mit einer schlechten Nachricht, Elton. Denn die Damen aus Polen werden wir nicht noch einmal sehen. Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade. Mallorca kann noch ein bisschen hoffen. Und wenn wir uns mal die Zeiten angucken, Ron, ich finde es ja sehr, sehr erstaunlich. Ich glaube, zwischen 1 und Platz 7 sind nur 4 Sekunden Unterschied. Also es ist wirklich ein knappes Ding. Und jetzt kommt ja auch noch eigentlich die Favoriten, sagt man. Also im Wettbewerb wurde gesagt, auf die muss man nicht setzen, weil die gewinnen eh, da kriegt man wenig Geld. Und zwar geht es jetzt zu unseren transatlantischen Schwergewichte. Christian Scotland Williamson, Anthony Dablé und Christopher Isida und natürlich auch Mark Terenzi ist mit dabei für das Team Kümmerling USA 1. Hier ist der Rock USA. Die USA, das Land der Superlativen, hat auch hierzulande viele Fans. Reiner Wahnsinn, diese amerikanischen Tatsachen, eine großbusiges Girl kommt auf mich zugestürzt. Die Amis sind vielleicht ein bisschen verrückt, aber trotzdem ein nettes Völkchen. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Die USA sind das Eldorado für Bewegungsfanatiker. Unzählige Trendsportarten wurden hier erfunden, wie zum Beispiel Stocker.
Breakdance und natürlich Surfen. Im Voxsport ist bei den US-Boys allerdings noch Luft nach oben. We're rocking das. Team USA. Yes. Yeah. Let's go. Wow. Let's go. Yes. Das Team USA hat also ein bisschen was gut zu machen, haben wir gelernt. Ich glaube, diese Truppe kann es schaffen. Mit Abstand die schwerste im Feld. Chris Isiala führt das Team an. Was erwartest du denn für euch heute? Um ehrlich zu sein, wir werden es einfach rocken. The greatest show in VOG. We do that. Anthony, wie hast du dich vorbereitet? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin hier, um zu chillen, Spaß haben. Also ja. Machen den anderen machen den Rest machen die anderen, oder was? Ich weiß gar nicht. Okay. Ja, er ist sehr chill, er ist sehr chill. Christian, du bringst das. You have the most weight in that walk. So, what was your food today? Oh, everything. 140 kilos of pure sexiness. Mark, wen hast du bestochen, um hier mitfahren zu dürfen? Listen, it's mega. We have a geil team. There's now sportless NFLs in the house. We're gonna rock this thing. Let's go! Okay, er hat die beste Position in dem Bock. Let's go, Jungs. Und wer mehr Bock auf Football hat, kann übrigens morgen um 14 Uhr dabei sein, wenn in der Allianz Arena Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks spielen, hier auf Pro7. So, schön, dass wir nicht nur das amerikanische Team sehen, sondern auch dahinter, was der aktuelle Klamottentrend an den Skipisten in diesem Winter sein wird. Auf geht's, also jetzt kommen tatsächlich, Elton hat's gesagt, die Schwersten. Und das hat die Geschichte der VOG-WM gezeigt, die Schwersten gehörten immer automatisch mit zu den Favoritenteams. Also, die USA sind unterwegs, in anderen Eisbahnsportarten auch sehr, sehr erfolgreich. Im VOG, das haben wir auch gesehen, in der ewigen Bestenliste. Naja, wir müssen ein bisschen suchen, bis wir sie finden. Oben jetzt schon 53 Kilometer pro Stunde. Ja, und das Risiko ist natürlich immer da, mit einer hohen Geschwindigkeit dann in der 9 in den Problembereich zu kommen. Denn auch die sind heute schon gestürzt. Danach wurde die Bahn noch mal ein bisschen entschärft. Aber jetzt sollten die Temperaturen angezogen sein. Mal gucken, was noch drin ist. Eine Sekunde, der Unterschied. Wir gucken aber auch oben auf die Geschwindigkeiten. Hatten wir ja auch schon schneller, schon fast 80 Kilometer pro Stunde gehabt. Also nee, das sieht nicht aus wie ein Bestzeitkurs. Ah, 1,44, aber auch die werden dran sein. Achtung, auf der Seite, Ellenbogen hoch. Wieder rein in die Pfannen. Natürlich hat auch das Problem gerade was gekostet. Jetzt der Höchstgeschwindigkeitsbereich. Auch dort lassen sie das Eis nochmal richtig schön stauben. Und jetzt eine 102,19. Also das spricht tatsächlich für das hohe Gewicht. Das war also diese Geschwindigkeit. Die zweithöchste Geschwindigkeit bisher. Aber entscheidend ist natürlich die Zeit. Und da liegen sie hinter den deutschen Teams. Auf dem vierten Rang. Mit dieser 1:00.32 knapp also vorbei an dieser 1-Minuten-Schallmauer. Die deutschen Teams mit einer 58,6, 59,0, 59,5 werden wahrscheinlich um die Medaillen kämpfen. Oder haben die Amerikaner noch eine Chance, im zweiten Lauf aufs Treppchen zu fahren? Wir werden es sehen. Hier, das mit einer der Schlüsselszenen, hat man schön gesehen, wie die VOG-Schüsseln plötzlich leer waren und sie mussten sie wieder neu beladen. Lange Zeit auf der Seite gewesen, das hat extrem gebremst. Also drei deutsche Teams im Augenblick vorn und dann die Amerikaner. Ja, und draußen Mallorca und Polen. Und Sophia, du hast wieder Gäste. Oh, ich habe wieder Gäste. Ron, endlich bekomme ich mir wieder jemanden ans Mikro. Aktuell Deutschland hoch im Kurs, besetzen die ersten drei Plätze. Deutschland jetzt auf Platz zwei. Sven, ja. Du kommst vom Wintersport. Wie war es für dich? Ja, ich komme von dem anderen Wintersport und habe mich da schon ein bisschen mit reingearbeitet. Aber es ist immer wieder spektakulär. Auch wenn wir jetzt hier standen, wo die Amis dann hier vorbeigeballert sind. Das ist ja Wahnsinn. Also sensationell. Ist der Wahnsinn, oder? Aber wir wollen noch Platz 1 belegen mit Team Deutschland 2, oder? Ich weiß, wer bei Team Deutschland 1 fährt und deswegen sind wir, die Zielausgabe war Podest. Und da sind wir gerade im Kurs. Ich weiß, dass die anderen von TV Total, glaube ich, noch kommen und deswegen gucke ich eher auf USA und da müssen wir uns nochmal konzentrieren. Na, dann drücke ich euch für Durchlauf 2 noch ordentlich die Daumen. Jawohl, danke. Okay.
Und wir können uns jetzt mal genau angucken, den Endstand im ersten Lauf der Vierer-Vox. Also auf 1 Deutschland 3, auf 2 Deutschland 2 und auf 3 Deutschland 1. Also das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Dann haben wir USA auf Platz 4, die Türkei auf Platz 5. Dann auf der 6 Irland, die Kellys 7 Worldwide Walk 2, Worldwide Walk 1 auf der 8. Ja, und Polen ist raus auf dem letzten Platz und auch Mallorca 9, die zweitschlechtesten, die kommen ja raus. Aber hier Mallorca, scheiß drauf, WOC-WM ist einmal im Jahr, vielleicht seid ihr ja nächstes Jahr wieder mit dabei.